Das war's. Ja, gratuliere. Alex 17. Alex 17. Holt sich das letzte Turnier. Ja, das war jetzt echt sensationell. Ja, scheinbar ist es schon aktuell bei mir. Silvester gewinnt. Alex 17, Zweiter und DJ 33, Dritter. Unser Schnopsen-Cash-Team ist heute auf Österreich-Tour und wir haben heute die ehrenvolle Aufgabe, unseren Weltmeister, der da hinten im Gasthof Schulwirt wartet, den Pokal zu übergeben. Und das Ding geht heute an unseren Weltmeister. Servus. Ein kleiner Daumen. Ja, nein, habe ich recht gefreut. So. Ich habe es aber auch gut gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Du warst der Einzige, der zweimal ins Geld gekommen ist, nicht? Ja, genau. Und das hat gereicht. Ja, ich kann mir auch. Ich schätze, dass ich da noch dabei bin. Für mich ist mit Abstand die beste, was ich je gehabt habe. Ein Bummel gegen Weltmeister Silvester 2014 durfte natürlich nicht fehlen. Als Glücksbringer fungiert sein Hund Silvester und auch in dieser Partie behielt der Weltmeister die Oberhand. Nach einem kurzen Besuch der lokalen Highlights noch ein Abstecher nach Oberösterreich zu unserem Vize-Weltmeister. Wir sind jetzt in Linz und werden jetzt unseren Zweitplatzierten den Pokal für den Vize-Weltmeister übergeben. Zum Vize-Weltmeistertitel. Dankeschön. Dein Pokal. Bitte schön. Kannst du rausnehmen jetzt. Das ist das Ding. Auch hier konnte Alex 17 als Vize-Weltmeister sein Können unter Beweis stellen und uns einen Schneider umhängen. Es war eine spannende Schnapsen-WM 2021 und sicher nicht die letzte. Als nächstes geplant ist eine große Frühjahrsmeisterschaft. Folgt uns daher auf Facebook und YouTube, um nichts mehr zu verpassen.